Hallo, willkommen im Chaos. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, wir haben etwas bestellt und zwar diese Uhr. Und wir haben uns gerade die Anleitung durchgelesen und sind schon etwas verzweifelt, weil wir da irgendwie nichts verstanden haben. Deshalb haben wir uns gedacht, wieso machen wir nicht gleich ein YouTube-Video draus? Das heißt, wir haben Content auf unserem Kanal und wir können das als Anleitung auf YouTube posten. Das heißt, wenn Leute so wie wir verzweifeln, können wir einfach danach gucken. Ja genau, also es ist so eine große Uhr, die man halt frei an der Wand festkleben kann. Und das, was wir jetzt schon gemacht haben, da war halt hier so ein kleiner Knöpfel, keine Ahnung was das ist, war da dabei. Und das hier ist halt das, wo die Zeiger gleich dran kommen, also das Uhrwerk, wo dann auch eine Batterie reinkommt. Und dann war hier so ein Schaumstoff, den man nämlich mit der Klebeseite da festkleben muss, damit sich das irgendwie da abstützt. Und hier oben kann man dann dieses Ding reinhängen. Man hakt quasi die Uhr in die, ja, in den Pinöffel da ein. Das sollte. Ja. Man sieht es auch gar nicht. Genau, und dann gibt es halt hier dieses Drehrad, damit man perfekt irgendwie ja, das halt im Kreis macht. Ne? Also der Hersteller, der schreibt halt, dass 45 cm die beste Optik so machen. Aber wenn man jetzt so eine riesige Wand hat, die frei ist, kann man natürlich auch 60 machen. Das sieht bestimmt auch ganz nett aus. Nur hier wegen der Heizung haben wir jetzt gedacht, machen wir einfach 45. Und dann kommt halt die Zahl. Also wir haben gedacht, wir machen hier dann so ein Loch durch. Dann kann man nämlich auch mit dem Bleistift hier so durchpieksen. Oh, das funktioniert ja eigentlich ganz gut, ne? Ja. Kann man die Zahl halt so, also die 5 nicht. Richtig. So. Also hundertprozentig genau muss das Ganze ja nicht sein, okay, weil das fällt. Ja, also es fällt ja nicht auf, weil die Zahlen sind halt alle unterschiedlich groß. Ja. Die mussten wir jetzt hier noch aus dem Schaumstoffding rausmachen. Sind die aus Schaumstoff oder aus welchem Material sind die? Aus Schaumstoff. Okay. Und da ist dann eine Klebefolie und dann kommt noch hier das da drauf geklebt. Ah, okay. Und dann wird das mit der Klebefolie an die Wand geklebt. Jetzt verstehe ich es. Cool. Das heißt, es hält auch auf so einer Strukturtapete, wie wir sie haben, hält das auch besonders. Ja, genau. Ja. Okay. So, wo fangen wir jetzt an? Den habe ich gerade gesehen, da vorne liegt er. Soll ich denn mal ein Loch durchstechen? Hab ich schon. Hast du? Boah, hast du schon. Gut. Du musst das hier festhalten, dass das nicht, weil hier ist ja das, also das ist hier nicht so verrutscht. Okay. Genau. Soll ich nur das Außen halten? Ja. Ja. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, wo es jetzt hier genau unten ist. Das hier genau unten. Ich brauche eine Wasserwaage. Die habe ich dir extra mitgebracht. Ich würde, glaube ich, erstmal die Ecken machen, ne? Ja, und genau. Dann mittendrin. Kann man es irgendwie draufkleben. Oh, das wäre doch mal eine Idee. Ja, die Wasserwaage direkt hier drauf. Ja. Ich habe irgendwie so eine Hand zu wenig. Möchte meine reichen. Ja. Ich halte die Wasserwaage am besten. Aber die schiebt, kann sie nicht halten. Okay, hast du? So, so wäre gerade. Ich mache das jetzt einfach so, wie die Wasserwaage ist. Hältst du die? Ja, so ist gerade. Dann mache ich jetzt hier ein Filmchen. Das ist die 6. Ich suche jetzt erstmal die 1. Die 12.
Steht da 12? Ach, die 12. Was ist das eigentlich für eine Sprache? Keine Ahnung, ich kann nur Deutsch. Ich kann nur Deutsch. Zeig mal die 12. So sieht es jetzt am Ende aus. Plastik auf Schaumstoff, ne? Mhm. Jetzt brauchst du die Wasserwaage und dann... damit ich die da gerade anklebe. Brauchst du meine Hand? Nee, das geht schon. Was war das für ein... Das T kommt nach unten. Das ist ein Stück falsch. Sehr schön. Es ist gerade. Alter. Fragen wir mal die Community, ne? Ist das gerade? Einfach festdrücken. Eindeutig ist das gerade. Die Zahlen hängen schon. Das war gar nicht so einfach, weil ich habe ja schon mal dieses Teil gezeigt und irgendwie verrutscht das die ganze Zeit. Und das muss ja wirklich genau gerade sein, weil dann kann man hier, also das muss wirklich komplett gerade sein und dann hält man das, also diesen unteren Strich auf den Strich, damit das bündig wird, damit du halt genau weißt, wo das jetzt gerade für die Zahl runtergeht und da könnt ihr dann einen Punkt machen. Und dann muss es ja hier auch wieder genau so sein. Und hier genau so sein. Damit der Uhrzeiger ja dahin zeigt, weil das ja auch irgendwie programmiert, ne? Dass der funktioniert. Ah, deshalb kann man bestimmt auch nur hier die Größen machen und keine Mitteldinger, oder? Weil dann zeigt ihr auch falsch, aber dann muss man irgendwie einstellen, welche Größe wir gemacht haben. Nein, brauchst du nicht. Ja, aber wenn ich doch hier... Da ändert sich nichts an dem Winkel. Der Winkel ist immer der gleiche bei einer Uhr. Stimmt, ja. Ist ein Quarzuhrwerk. Ja. Aber da muss ja dann einen längeren Weg zurücklegen. Nein, nein. Dafür ist die Zeigerlänge da. Es ändert sich daran nichts. Ich nicht verstehe. Es ist ein Uhrwerk, der nach 12 Stunden einmal sich im Kreis bewegt. Da ist der Abstand völlig egal. Okay. Wenn ich jetzt die 5 ganz nah an der... an dem Uhrwerk habe, hier ändert sich an dem Weg für den Zeiger nichts, als wenn ich den jetzt da unten irgendwo jetzt montiere. Haben wir heute auch wieder was gelernt. Naja, auf jeden Fall haben wir halt die Folie dann immer abgezogen und das dann da drauf geklebt und dann war hier drüber auch nochmal eine Schutzfolie, die ich jetzt abgemacht habe, deshalb glänzt das auch so. Schöner Hochglanzeffekt, ja. Mir fällt gerade auf, da muss man hier drauf Staub wischen. Ja, am besten mit einem Zwiffer, oder? Nee, am besten nee, nicht, weil der bleibt hängen da. Am besten mit einem feuchten Tuch, ja. Naja, und auf jeden Fall kommt dann hier noch, da steht dann so Time darunter. So, ja. Tiefe. Und jetzt geht's und an die Zeiger. Zeiger dran, aber das machen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Das werden wir. Weil wir haben noch anderes zu tun. Genau, ein paar Vorbereitungen ja, fürs Essen treffen. Morgen oder so. Genau. Ja. Ah, sieht schon mal gut aus, oder? Ja. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit, wenn wir die Zeige montieren. Ja. So. Hier hängt schon mal alles an der Wand. So, jetzt haben wir gerade mal das, ja, das Ziffernblatt abgehangen. Der Zauberstab. Genau, der Zauberstab. Hallo, du hast jetzt schon mal hier gerade die Schutzfolien abgezogen und jetzt geht es darum, hier auf der Krone diesen goldenen Schraubverschluss abzuschrauben. Tada! Oh, die Batterie ist jetzt drinne. Jetzt müssen wir die Uhrzeit einstellen. Wie viel haben wir?
18:38 Uhr. Ja, genau. Oh ja, 38 kriegen wir richtig gut eingestellt. Es ist vollbracht. Wow. Macht einen echt schönen Eindruck. Ja. Also, das war das Video, wie wir die Uhr zusammengebaut haben. Das mache ich nie wieder. Ich glaube, bis wir die abhaben und transportiert haben, ist sie sowieso in so einem Zustand. Wo sollen wir die dann draufkleben? Ich glaube, die haben wir einmal aufgehangen und danach müssen wir die nochmal neu bestellen. Naja, auf jeden Fall sieht die echt toll aus und ich bereue nicht, dass wir das gemacht haben. Jetzt müssen wir auch die Punkte hier ein bisschen nachstreichen, wo ich die Zahlen gemarkert habe, wo die hinkommen. Ja, die passt eigentlich perfekt hier rein. Schön, oder? Ja? Ja. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch, kommentiert und folgt uns auf YouTube und auf Instagram. Die Accounts sind in der Biografie verlinkt und wir verlinken natürlich auch die Uhr in der Infobox. Ah, Infobox ist das. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, vielleicht auch ein Deko-Video. Tschüss. Hallo Leute. So, in dem letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass noch so ein paar PC-Komponenten fehlen. Zwei weitere sind eingetroffen, yay! Also jetzt fehlen uns insgesamt noch zwei weitere Komponenten. Und ich habe mal gedacht, wir packen das Ganze mal gemeinsam aus. Ich nehme euch einfach mal mit, was wir bestellt haben. Gut verpackt. Ein NMAX CPU Kühler, und zwar das ist der ETS F40FS. Das ist ein ARGB Kühler. Es gibt zwei Versionen aus der ARGB Reihe, soweit ich informiert bin. Einmal eine große bis 200 Watt TDP und das ist, glaube ich, die bis 150 Watt, kann natürlich auch falsch liegen, ich weiß gar nicht, was die hier genau beschreiben. Auf jeden Fall ist das ja, ein schwarzer CPU-Kühler für alle gängigen Socke, also kann man sowohl für Intel als auch für AMD verwenden und schafft, würde ich mal sagen, alle gängigen großen Prozessoren locker zu kühlen. Ist auf jeden Fall einiges besser und schöner anzusehen als der Box-CPU-Kühler. Ich bin mal gespannt, wenn er eingebaut ist. Ich stelle ihn mal der restlichen Hardware. Und dann haben wir noch ein zweites Paket. Sehr viel Papier. Das sieht doch schön aus. Das Netzteil ist auch schon dabei. Ein 750 Watt Netzteil von Corsair. Ist ein RGB-Modell. Obwohl wir es eventuell nicht sehen, weil es in den Airflow-Tunnel des Gehäuses von Chacoon kommt. Wir werden es aber mit dem Lüfter ja auf jeden Fall nach unten montieren. Vielleicht fallen die Lichteffekte doch noch ein bisschen auf unterhalb des Gehäuses. Auf jeden Fall, es handelt sich hierbei um ein voll digitales, also DC-DC Modell von Corsair. Es ist ein Single-Rail-Netzteil, sprich es hat eine große 12-Volt-Schiene. Die ist mit 62,5 Ampere ausgestattet, also auf jeden Fall sattlich für unsere Grafikkarte, für die 3060 Ti. Und ich plane ja immer noch den Ryzen 5 5600 einzusetzen. Für das ist es auf jeden Fall, ich denke mal, sogar ein Ticken überdimensioniert. Also man könnte das System, glaube ich, locker mit einem 550, 600 Watt Netzteil fahren. Das Schätzchen war jetzt hier gerade im Angebot und ja, ich bin mal gespannt, wie es eingebaut aussieht. Ja, jetzt hier noch zwei weitere Komponenten. Einmal
der Prozessor und einmal das Mainboard. Ich denke mal, die beiden restlichen Komponenten werden wir dann nächsten Monat bestellen. Aktuell sind die Preise, ich sag mal, um einiges besser als vor 6 Monaten. Deswegen, ja, wird es ein weiteres Video geben. Und dann kommt das große Einbauvideo, wo ich euch mal so ein bisschen erkläre, wie ich den PC zusammenbaue, wie ich so ein bisschen aus meiner Case-Modding-Erfahrung von früher die ganzen Kabel verlege. Und ich kann euch auch mal in den nächsten oder übernächsten Video, da wo ich den Rechner zusammenbaue, kann ich euch mal so zeigen, wie mein Rechner mal früher aussah. Er war blau-weiß beleuchtet, da hat man sogar noch auf Kaltlichtkathoden gebaut. Da hatte ich blaue und weiße Kaltlichtkathoden drin gehabt und bin dann irgendwann mal umgestiegen auf LED-Stripes oder so LED-Schläuche waren es, glaube ich, gewesen. Hatte vorne eine 5-Kanal-Lüftersteuerung. War auf jeden Fall sehr viel Spielerei dabei. So viel Spielerei wird es jetzt in unserem PC nicht geben, aber wir werden sehr viel bunte Beleuchtung am Start haben und ihr wisst ja, RGB gibt mehr Frames, ne? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ciao!